Minecraft-Freunde von nah und fern, es geht heute richtig ans Ackern. Wir werden heute kreativ. Wir haben gestern in der Folge schon einiges an Vorbereitungen geleistet. Ihr seht schon, das Inventar ist ungewöhnlich für meine Verhältnisse. Normalerweise ist das immer auf Survival ausgelegt. Jetzt sieht das mehr so ein bisschen nach Crafting aus, sprich nach Bauen. Ja, das machen wir nämlich auch heute. Wir wollen uns um die Viehzucht kümmern, aber eigentlich einfach so, sondern wir wollen schon versuchen, so ein bisschen schöner zu arbeiten. In Anführungsstrichen, das liegt natürlich immer im Auge des Betrachters, aber ich gebe mir beste Mühe, dass ich sage, komm, wir machen jetzt mal was Duftes hier für unsere Tiere, dass die sich auch richtig wohlfühlen und wir versuchen fließend zu arbeiten. Wir haben ja hier schon angefangen mit unserem künstlich angelegten Tümpel, wo ich sage, ja, das ist jetzt keine super Meisterleistung, vielleicht fehlt noch ein bisschen Glowstone, den haben wir noch nicht, aber wir haben uns schon Mühe gegeben. So, und da wir hier einen nahtlosen Übergang schaffen wollen, das hier ein bisschen merkwürdig aussieht, machen wir jetzt erstmal den ersten Schritt und setzen hier erstmal so eine schöne Steinziegelstufe hin oder auch Slabs genannt. So, pappen wir mal raus. Das hat auf jeden Fall schon mal ein bisschen was Lebendiges und sieht nicht ganz so komisch aus. So, jetzt wollen wir ja hier dieses Gebiet benutzen. Hier möchte ich gerne einen Übergang schaffen. Jetzt kann man natürlich sagen, jo, kannst du hier eigentlich die Schafe schon reinsetzen? Will ich aber nicht, weil das ist mir alles zu geradlinig. Ich mag es zwar geradlinig, aber das soll auch ein bisschen naturell aussehen. Und aus diesem Grund, um sowas zu machen, fange ich einfach mal an. Also so mache ich das immer. Ich weiß jetzt nicht, wie ihr das macht. Zum Beispiel hier sehen wir schon, da ist das Problem da. Das ist hier einfach, das ist ja komisch. Das heißt also hier, der muss weg. Da kommt jetzt das zum Beispiel hin. Dann kommt der weg. Da kommt das hier hin. Dann setzen wir den hier hin. Zack, und den zum Beispiel dahin, und den zum Beispiel dahin, so, und der zum Beispiel dahin, und der zum Beispiel dahin, so, der kommt dann zum Beispiel hierhin, und der kommt einfach mal dahin. So, und dann haben wir schon mal ein bisschen was gemacht, ein paar Punkte da reingesetzt, so, und den nehmen wir dahin, so, und den packen wir einfach noch in die Mitte, so, prima. So, und weil das alles lustig ist, sagen wir zum Beispiel, dass wir jetzt den Sand einfach mal wegnehmen, und wir sagen, wir nehmen jetzt mal eine Runde Kies, so, und jetzt fangen wir mal an mit dem Kies, so, nehmen wir mal hier Kies. Zack, dann machen wir mal, ups, nee, dann machen wir hier ein bisschen Kies. Dann machen wir mal da ein bisschen Kies. Und dann machen wir da ein bisschen Kies. Und dann machen wir da ein bisschen Kies. Und dann machen wir da ein bisschen Kies. Und dann hier auch noch. Und dann freuen wir uns. Und dann machen wir da noch ein bisschen hin. So, und zack, das nehmen wir mal kurz auf mich. So, hier fehlt noch einer, finde ich. Ja, und die können ja ruhig zusammenliegen. Ups, nee, da nicht. Dann da noch und da noch. Und, oh, wer ist er denn? Huh? So, du bist ja ein wild gewordener Feger. Warst du auf Amphetamine? Das ist ja furchtbar. So, und weil wir jetzt hier gleich keine Ruhe haben werden, gehe ich jetzt eben mal kurz pennen und dann machen wir gleich weiter. Das ist kein Problem. Weil die Monster, die stören mich selbstverständlich beim Bauen. Da kann ich keine Monster gebrauchen. Da muss ich mich wie ein Maler, wie Picasso, frei entfalten können auf der Leinwand mit meinem Pinsel und dann klecksel ich mit den Farben rum und am Ende freut man sich, wenn was Tolles bei rauskommt. Was war das? Geräusche gehört hier. Das hat sich gruselig angehört. Da brennt irgendwas. Lass meinen Weihnachtsbaum in Ruhe. So. Alter Lump. So. Ja, wo war ich stehen geblieben? Genau, wir waren gerade bei meinen kreativen Ergüssen. Und so geht's weiter. Ich glaube, wir waren mit dem Kies, haben wir aufgehört. Ja, genau, so wollte ich das haben hier. Da liegt noch was. So, wie sieht das aus? Ja, und da kann ich hier auch noch ein bisschen Kies hin. So, und... So. Und so. Ja, und dann haben wir immer noch nicht genug. Und dann nehmen wir den Kies mal eben weg. Und dann nehmen wir uns zum Beispiel mal diese Truppenbaumstufen hier. Ja, so, die nehmen wir uns auch mal. Und dann machen wir zum Beispiel einmal eine auf den hier. Und dann machen wir mal, zack, und dann setzen wir die da mal rein. So, einfach so. Einfach so da reinsetzen. Dass da so eine Vertiefung ist. Und zum Beispiel hier. Zack, das können wir auch machen. So. Ja, dann ist da so ein kleiner Loch drin. So. Und dann kann man zum Beispiel hier einfach mal sagen, wir machen da mal auf. Und dann nehmen wir uns mal hier eben einen Wassereimer. So. Und dann holen wir uns mal Wasser. So. Und kippen zum Beispiel, zack, da einfach mal Wasser rein. So. Ja. So. Okay. Sieht doch schon mal ganz interessant aus. So, jetzt brauche ich mal einen Knochen. Haben wir hier einen Knochen? Nee, haben wir nicht. Gut. Haben wir nicht. Dann nehme ich mal sowas hier noch. So. Ja. Komm, das setzen wir noch dahin. Ja, so. Gut. Jetzt gehen wir mal kurz eben da zu dem Dschungel.
Wir brauchen Knochen. Wir brauchen Knochen. Knochen, 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 Knochen. Ich will Knochen haben. Ja. Na, welcher darf sein? Links, rechts, oben, unten? Keine Ahnung. Ich entscheide mich für den hier. Ja, der sieht schön aus. Ach, aber der ist wieder so. Nee, ich entscheide mich für den. Der ist, glaube ich, besser. So, und jetzt geht das los. Jetzt nehmen wir mal hier eben. Zack. So. Und die rodelt jetzt richtig schön ab. Das ist hier eine schöne Eisenaxt. Und die sind immer recht cool. So, gleich die nächsten. Zack, zack. Zack, zack, zack. Zack. Okay. Zack. Mal eben kurz hochstecken. Der scheint ein bisschen hört zu sein, der Bursche. Ne, der hört auch schon auf. Okay, wenn er aufhört, ist gut. So. So, dann würde ich gerne nicht einmal die Kuh haben wollen, sondern, ich habe ja hier Eisen, würde ich gerne ein bisschen von diesen Teilen da haben wollen. Ich nehme mal eine Schere. Zum Beispiel die Fransen hier gerade so schön runter. Die möchte ich gerne haben wollen. Zack. Zack. Wie viel haben wir? Zwei. Komm, da geht noch mehr. Da geht noch mehr. Kann man die auch so? Zack. Haben wir. Zack. 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 11 Stück, okay. Oh, komm, machen wir 12 draus. So. Dann möchte ich gerne haben wollen. Das hier. Mal mitnehmen, bitte. Ja, ja. Den ganzen Urwald auseinander hier. So, da sehe ich schon mal ein wunderbarer Sapling. Ein, davon brauche ich ein bisschen mehr. Allerdings ist es ein bisschen wenig. Also ich hoffe, dass da noch ein bisschen was kommt jetzt gleich. Da, das ist immer so eine Sache hier mit dem Dschungel da. Ja, da ist immer die Bäume. Das kennen wir schon aus dem Livestreams immer bei mir. Ne? Mit dem Dschungel, erinnert ihr euch. Ne? Verrückt. So ist das immer. So, und da müssen wir mal gucken. Vielleicht haben wir da ein bisschen Glück, dass wir da, ja, im Endeffekt hier, ups, dass wir da mal so ein bisschen mehr Setzlinge bekommen. Ich meine, hier ist das nicht weiter wild, weil wir sind halt direkt im Dschungel vor der Tür, wenn wir es so wollen. Da ist das ja recht praktisch. Nur, ja. 4 Stück braucht man halt immer, wenn man so ein richtig hohes Teil haben will. Und ich will so ein richtig hohes Ding haben. Und deswegen unerlässlich. So, hier, die nehmen wir natürlich auch mit. Die sollten dann eigentlich auch Setzlinge droppen. Da ist noch ein Stück Holz. Das klappt natürlich nicht, aber ich glaube, jetzt zerfällt er und das ist gut. So, wir kraxeln hier schon wieder richtig nach oben. Ab auf den Dschungelbaum. Ab auf die Palme. Diese Mangrovenbäume hier. Klasse. Und wir liegen gut in der Zeit. Ich glaube, das kriegen wir heute sogar schon fertig, dass wir in der nächsten Folge schon uns die ersten Tierchen mal einfangen können. Und dann fühlen die sich richtig wohl. Ne? Also ich mache jetzt nicht so einen klassischen, wie sagt man, nicht so einen klassischen Stall, einfach nur so einzäunen, finde ich ein bisschen doof, ein bisschen langweilig. Deswegen denke ich, ist das schon eine ganz gute Idee, was wir da machen. So. Und ob das so eine gute Idee ist, bis hier ganz nach oben. Das, oh, das war schon fast zu viel, oder? Ich glaube, das war zu viel. Müssen wir nachher, wenn wir. Oh, schöne Aussicht hier. Schön hoch. Ja, da müssen wir auf. Ja, das ist definitiv zu viel gewesen. Ich hoffe nur, dass jetzt hier oben Ende ist. Ah, ich habe es wieder gut ausgerechnet. Gut, ich gebe zu, war Zufall. Aber passt, passt, ist in Ordnung. Ihr seht, hier kann man nichts machen. Wir können auch hier ein bisschen aufräumen. So, und der Rest, der fällt hoffentlich von alleine runter. Okay, so, das heißt, wir haben jetzt erstmal hier den ganzen Baum hier demontiert. Das macht nichts. Jetzt geht es hier wieder rückwärts runter. Wir sammeln das ganze Kraddeladatsch unten auf. Mir geht es hauptsächlich erstmal nur um die Setzlinge. Wie das da aussieht. Ich habe schon wieder voll das Chaos dahinter lassen hier im Wald. Furchtbar, der alte Umweltsünder hier. Guckt euch das mal an, was da alles hier liegt. Die ganzen Items da. Was ist da los? Ey, verrückt. Ja, das ist im Dschungel natürlich. Ist da. Nein! Ach, jetzt muss ich extra wieder nach oben.
Ist das Inventory auch noch voll, oder was? Nein, oder? Gut, dann esse ich jetzt was. Oh Gott. So. Mal alles mitnehmen hier. Blop, 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 blop. Blop, 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 blop. Das brauchen wir alles. Früher oder später. Das auch noch. Blop, 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 blop. So, ja, jetzt muss ich ja irgendwie, wie das ausschaut, hä? Ja, komm. Ach, Jemine. So. Naja, kann ja mal passieren. So. Aber Ordnung muss halt sein. So, zack und zack. Ja, da braucht ihr übrigens nicht so viel Angst haben, dass ihr runterfliegt, weil, wie gesagt, diese, wie heißen die, Ranken oder Lianen oder wie auch immer, die sind da eigentlich immer ganz gut, dass ihr da langsam runtergleitet. So, ich bin jetzt wirklich mal gespannt, wie viele Setzlinge wir insgesamt haben. Drei, einer fehlt noch, dann wäre die Sache optimal. Das heißt, ein so ein Ding brauchen wir noch. Ich laufe hier mal so ein bisschen fröhlich durch die Gegend. Vielleicht haben wir da noch Glück und wir finden einen. Ja, da war er auch gewesen, das war's. So, wir können wieder in den Rückzug gehen. Da ist eh kein Platz mehr frei. Ja, die holen wir uns später, die Kakaobohnen. Die können wir dann nämlich auch noch prima ransetzen. So. Und übrigens, das Holz ist nicht umsonst, dass wir das mitgenommen haben. Das können wir auch sehr gut gebrauchen. Ja, das Holz. Da können wir nämlich auch noch ein bisschen was mitmachen. So. Prima. Das heißt, wir haben jetzt hier schon mal so ein kleines bisschen Grund reingebracht. Das sieht eigentlich ganz gut aus. So, und jetzt werde ich hier an dieser Stelle mir was suchen. Das ist natürlich ein bisschen doof, weil jetzt musst du natürlich genau gucken. Ja, wo hast du jetzt hier Vierer? Ich glaube, ich werde den hier wieder rausnehmen. Dafür setze ich da Erde rein. Wo ist die Erde? Hier. Und den werde ich nochmal kurz rausnehmen. Den lasse ich so. Und jetzt werde ich hier die 4 da reinsetzen. 2, 3, 4. So, prima. Und das ist gut. Das ist gut. Das ist gut. Das sieht gut aus. So, jetzt brauche ich allerdings Bone Meal. Und ich brauche mal ein Crafting Table. Den stelle ich jetzt mal hier hin. Und ich muss mal eben noch was craften hier. Und zwar, jetzt wird es lustig und wild. Wir verarbeiten auch mit Tropenholz tatsächlich. Und Stiggies haben wir nicht ganz so viele. Ich werde jetzt erstmal jede Menge Stiggies machen. Ich muss immer mal gucken, wie das ist. Wo ist Tropenholz? Tropenholz hier. Ja, das sind die Tore. Das muss nämlich so sein. Eigentlich eine ganze Menge hier, wenn man überlegt für diese Zäune da. Das ist schon eine ganze Menge, finde ich. Aber egal. So. Ja, und jetzt wächst hier quasi was Schönes. Und nun müssen wir das irgendwie einzäunen. Also wir werden jetzt tatsächlich das Ganze einzäunen. Hier oben finde ich das ganz cool. Deswegen werden wir das so machen. Schon mal. Das kann so bleiben. Wir machen das so, dass wir von unten dann da rankommen. Hier müssen wir jetzt ein bisschen aufpassen, weil hier natürlich ist klar, das heißt, was wir machen können. Wir können, gut, da kommt es natürlich dann nicht mehr hoch. Dann machen wir hier einen Doppelzaun hin. Und die verbinden wir, nämlich so. Ja, und da geht es nicht. Aber was wir hier machen könnten, wäre einfach so ein Ding da noch reinsetzen. Nämlich so. Dann hast du da so ein Teil. Und da können wir von der anderen Seite schon wieder mit Beleuchtung arbeiten. Sprich mit einer Fackel. Schade, dass wir noch keinen Glowstone haben. So. Ja, guck mal. Dann kann man hier so eine Fackel hinsetzen zum Beispiel. Ich glaube, das mache ich sogar mal. So. Dann mache ich hier nämlich eine Fackel. So. Dann leuchtet das alles so toll. Ja, guck mal. Da können wir hier auch so ganz kreativ einfach mal so zack. Obwohl, das ist gar nicht so kreativ. Aber hier vielleicht. So. Ja. So. Machen wir nochmal eben Wasser. Lalalalalalala. So, und dann den. Da sehe ich einen Creeper. Wir werden hier umzingelt, Leute. Wir werden umzingelt. Gefährlich. So, und nu, Was ist das hier? Ein Knopf?
Da ist ein Knopf. Ja, ein Knopf, den knopfen wir einfach mal hier so rauf. Aus irgendeinem Grund. Weil es irgendwie lustig aussieht. Und, und ich brauche Bauernmehl. Wieso habe ich denn kein Bauernmehl? Ich würde gerne Bauernmehl haben wollen. Das ist gemein, dass ich hier keins habe. So, das mag mir, glaube ich, so passen. Ja, gehe ich hier lang, dann gehe ich da lang. Dann gehe ich da lang, gehe ich da lang, gehe ich da lang. Dann gehe ich da lang, dann gehe ich da lang, dann gehe ich da lang. Dann gehe ich da lang, da lang. Da lang, da lang, da lang. Die freuen sich da aber auch gerade einen Cola-Keks, oder? Guck mal, der hat mich schon gesichtet. Der Pisser hat mich gesichtet. Bleibt aber stehen. Hat anscheinend doch keinen Bock auf mich. Aber hier die fröhliche Dreiergang. Ach, ich sehe da übrigens gerade Mr. Skeleton. Das lasse ich mir nicht zweimal sagen. Ich brauche nämlich Bauernmehl. Nein! Extra Terraforming betrieben. Na, Schaf, was ist denn hier schon wieder los, hä? Verrückt, oder? Hat der jetzt Knochen gedroppt? Nee. Beschissene Pfeile, aber ich sag beschissen. Also ich habe bei meiner Livestream-Welt, da habe ich ja, das müsst ihr euch angucken, was da schon wieder los war. Also, halalalalala, sag ich euch da, du. Da war auch schon wieder richtig Action. So. Ja, irgendwie droppen die ja keine fröhlichen Knochen mehr. Weiß auch nicht warum. Da ist ein Creeper, der ist baden. Der ist der Meinung, der muss planschen gehen. Aber Kartoffeln kann ich auch gut gebrauchen. Wenn er Kartoffeln droppen sollte. Wie sie mal knistern, ne? Guck mal, ist eh vorbei. Ich kann gar nichts mehr mitnehmen, weil ich hier dermaßen voll bin schon wieder. Gunpowder. Naja, so ist das halt in der Nacht hier. Ich hätte ja auch eigentlich pennen gehen können, aber... Naja, wer weiß, warum nicht. So, der Jungle Wood, der ist gewachsen. Schaut euch mal an hier, was für ein prächtiges Exemplar das hier ist. Das ist richtig toll. Da müssen wir natürlich uns noch was einfallen lassen. Zweifelsfrei. So, und das werden wir hier jetzt verbinden. Und zwar will ich die noch mit drin haben. So. Und das reicht dann auch. Und hier machen wir ein schönes Tor rein. Prima. Entschuldigung, Leute, ich musste mal eben niesen. Ich hätte mich auch muten können, aber ja, fliegen einen sogar die Spinnen auf den Baum runter. Da sind die Taranteln, die hängen da oben drin im Baum. Deswegen wisst ihr Bescheid, immer vorsichtig sein mit den Bananen. Weil, ich bin total verstopft. Ich bin echt total verstopft hier. Was ist denn mit ihm? Was hat er denn genommen? Let's dance. Let's dance. Na, ausgetanzt? Was hast du für einen beschissenen Tanzstil drauf? Kennst du auch richtig? Techno bist du aber auch nicht. Du bist kein Raver. Du bist kein Raver, du bist... Ey, sag mal, bist du schwul? Homo, ey. Zack, weg damit. So, das ist ja unglaublich. Habt ihr das gesehen? Ey, was war das? Eine Ballerina-Zombie oder was? Der hätte nur noch ein Ballettkleid gefehlt und dann hätte der da irgendwie was gemacht. Ey, ist doch ganz komisch. Komischer Zombie. Der war verwirrt, ey. Da, vielleicht ein Professor ehemaliges oder so, dass es ein Professor war. Das kann sein, oder? So. Pass mal auf, wir werden uns jetzt mal hier nach oben katapultieren. Ich weiß gar nicht, aber ich glaube, 21 Blöcke reicht hier gar nicht aus. Ich werde mal ein volles Decken mitnehmen. Das heißt, wir gehen jetzt mal durchaus wieder gen Heimat und blopp.
und gucken wir mal eben. Ach, je. Ach, wie schön. Nicht explodieren. Nicht explodieren. So. Ich krieg's nicht. So, ja, ich packe jetzt erstmal den ganzen Kladderadatsch wieder da rein, bis wir uns die Tiere tatsächlich holen. Das kann da wirklich erstmal alles rein hier. Das ist mir sonst alles so viel zu verstopft hier, der ganze. Das ist ja verrückt, Mensch. So, guck mal, ich habe so viel, das hört ja gar nicht auf hier. Das hört ja gar nicht auf. Guck mal, schon wieder neue Kohle. Hier, schon wieder Eisen. Zack, das ist ja wirklich Wahnsinn. Also da werden wir wirklich noch was machen müssen mit. So, den Stein, okay, das lasse ich da erstmal drin. Das können wir für Deko-Sachen durchaus benutzen. Dafür habe ich es gemacht. So, Gunpowder machen wir hier noch mit rein eben mal. Das nehmen wir dann später dann immer mit runter, wenn wir ins Hauptlager gehen. So, das brauche ich noch, das Laub. Die Zäune, da brauche ich nur noch ein Zauntor. Das können wir uns machen. Das kommt hier rein wieder. Ach, da ist übrigens Bone Meal. Klasse. Das lasse ich mir nicht zweimal sagen. Das werden wir gleich mal umwandeln tun. So, das brauche ich nämlich. So, das ist Jungle Wood hier. Ja, erstmal nicht. Das brauche ich aber. Und ich brauche... Aha, das sind... einmal Tropen und das war was? Eiche. Okay, das können wir versetzt machen. Ja, sieht da ganz gut aus. So, dann brauche ich aber trotzdem irgendwas zum Hochstecken. Wieso ist denn hier keine Erde mehr drin? Ist keine Erde mehr drin, Leute. Freunde, keine Erde drin. Geh erstmal pennen. So, weil dann brauche ich nämlich ein bisschen Erde. So, und wir sind auch gleich schon wieder am Ende mit der Aufnahme. Also wir haben es nicht ganz geschafft, das müssen wir dazu sagen. Wir haben... Jetzt reicht mir das hier mit dem Creeper-Müllabfall. Na? Ja, der hat mich voll erwischt. Aber erspart mir auch das runter in die Lagerhalle zu gehen. Das ist eigentlich auch ganz gut. Weil jetzt kann ich mich auf jeden Fall hochstecken. Also so ist der Creeper eigentlich recht effektiv explodiert. Der hat zwar jetzt ein bisschen Damage gemacht. Das ist richtig. Aber das soll uns jetzt mal nicht weiter stören. An ihr Rand! Oh! Das fand der Kollege gar nicht so gut. Okay. Ich hau mal eben ab hier. Ich hol mir mal doch was zu essen. Ist vielleicht doch sicherer. Verrückte Sache hier. Cool. Irgendwie nerven mich voll die Monster. Ich habe schon die ganze Zeit überlegt, ob ich auch Peaceful spielen wollte. Da könnte man in Ruhe bauen. Aber naja. Wollen wir ja auch nicht, oder? So, guck mal, ich habe da übrigens von denen... Ach, jetzt haben wir wieder zwei Knochen, also... Naja, die haben wir vorhin gesucht. So, dann werde ich mal eben... mal mampfen tun. Ja, Leute, und die Folge ist zu Ende. Das heißt, wir machen in der nächsten Folge weiter. Bis dann, tschüss.